So, wir haben die Innenstation, die Außenstation und alle Komponenten erhalten. Leider sind die in einem anderen Netzwerk. Beispielsweise, ich bin jetzt ein Kunde, ich habe einen Telekom-Router, der hat jetzt die IP 192.168.2.1. Jedoch hat die Außenstation die 192.168.1.122. Wir senden immer die Außenstation und die Innenstation gekennzeichnet mit der jeweiligen IP-Adresse sowie einem Schreiben, wo die IPs drin erwähnt sind. Jedoch kann ich jetzt nicht drauf zugreifen. 192.168.1.122. Das Problem liegt, ich habe ein ganz anderes Netzwerk, also ein anderes Netzwerk mit einer anderen IP, denn unser Router hat die 192.168.2.1. Das kriegt man raus, indem man auf Netzwerk geht, Netzwerk und Freigabecenter öffnen, Doppelklick auf LAN-Verbindung, Details, und die Standard-Gateway ist immer die IP des Routers, in dem Fall 192.168.2.1. Wie gehen wir vor? Wir erstellen ein externes Netzwerk, ein virtuelles, das heißt Doppelklick auf LAN-Verbindung, Eigenschaften, Internetprotokoll Version 4 TCP/IP4, Doppelklick. In dem und immer statisch. Mein PC hat jetzt die 192.168.2.46. Manche Kunden haben das Problem, die beziehen die Adresse automatisch. Gehen wir in dem Fall rein, dass sie jetzt auch automatisch ist. Wir klicken auf statisch, vergeben dem PC manuell eine IP, eine statische, die 64. So, immer auch aufpassen, dass die IPs nicht vergeben sind, ganz wichtig. So, IP des Routers. So, bevorzugter DNS-Server, auch die IP des Routers. Alternativer DNS-Server ist unwichtig. Dann OK. Wir gehen wieder rein. Diesmal klicken wir auf Erweitert, um das virtuelle Netzwerk jetzt hinzuzufügen. Im Einer-Bereich, damit wir die Außenstation ausfindig machen können oder anpingen können oder aufrufen können über den Browser. So, dann klicke ich mal auf Hinzufügen. 192.168.1. Vorsicht, keine 1 hier, sondern irgendeine Zahl. In dem Fall nehme ich mal die 55. Subnet bleibt. Hinzufügen. Okay, okay, okay. Schließen. Jetzt müsste ich die Außenstation mit dieser IP erreichen, mit der 192.168.1.122, obwohl mein Router eine ganz andere IP hat. Enter. Und dann kommen wir auf die Oberfläche der Außenstation. Wir loggen uns ein mit Admin-User. Mit Admin, das ist das Standardpasswort, das kann man ändern. So, dann gehen wir auf Netzwerkkonfiguration und stellen die mal im Netzwerk ein, das eigentlich hier passt. So, Router gleich Standard Gateway, auch die 2. DNS-Server sehr wichtig, wenn man später mit P2P arbeitet. 2. So, da ist alles drin. Jetzt müsste die im selben Netzwerk sein. Einmal auf OK.